Claim Reward. Das ist ja cool. Man sieht eine Übersicht, wer wie viel gestorben ist und an was. Wo? Oh. Okay. Simon ist Spitzenreiter. 3 Tode. Weil? Einmal Other Player und zweimal Unknown. Also wahrscheinlich weggefallen. Sieht man das? Ja. Du bist einmal an Monster gestorben und einmal an Void. Wo sieht man das? Ja. Dein Questbuch aufmachen, nicht selektieren und dann rechts steht ja Leben. You currently died, blah time. Klick hier für meine Info. Okay. Ich bin einmal durch Monster gestorben. Krass. Gut, das liegt aber auch daran, dass die früheren Sachen nicht mitberechnet wurden. Das waren noch die Menschen, waren nicht die Übermenschen. Aber das Runterfallen kann eigentlich nicht sein, weil Void gibt's auch als eigenen Punkt. Ja, Fall Damage halt. Nee, es gibt auch Void. Ja. Fall Damage gibt's auch als eigenen Punkt. Ja, Fall. Ach, was weiß ich. So, Quest must unclaimed rewards. Ja, läuft doch schon mal prima. Ja. Jetzt haben wir eigentlich hauptsächlich nur noch so Horde Quests. Nochmal Setzlinge. Zero Wizard Steve, wo wollen wir eigentlich unser, sorry, AE-System hinbauen? Keine Ahnung. Da wo jetzt die Barrels sind. Daneben, da drunter. Dahinter. Weil ich habe ja jetzt alles, was wir brauchen. Naja. Rein theoretisch könnten wir es auch hier in ZD's Magic bauen. Da ist ja auch genug Platz, wenn du einen Drive hast. Sollte halt möglichst irgendwie accessible sein. Vor allem der Ding da. Ja, ich meine, den Monitor können wir irgendwo hier machen. Außerdem können wir ja so ein Wireless Access machen. Stimmt, Wireless. Ja, dann soll's mittig sein. Hier. Ja, gut, mittig wäre praktisch hier in dem Bereich um den Baum drumherum. Nur da haben wir keine Energie. Ja, ich glaube, ich baue da bei der Smeltery hin. Ich räume da ein bisschen auf. Okay. Den Meat Tank da, der kann ja weg. So Zeug. Schon ja. Ist das Rätsel immer noch so wahnsinnig? Ja, ist immer noch so wahnsinnig. Ich glaube, ich auf Screen. Das Green Grove Ding. So, dann bearbeite ich meinen nächsten Task hier für Dings und so. Ihr wisst, was ich meine? Ja. Sicher? Gut. Natürlich. Ja, für Soundcraft. Hier nehme ich mir noch ein. Hier so ein. Hier irgendwo Durchguckteil. Durchguckteil baue. Thermometer. Das auf den Tisch packe. Weißt du, was ich habe Lust auf Reaktoren? Das ist super. Ja. Das ist teuer. Das ist doch vorwiegend Stahl und Kohle. Teuer. Weißt du, wie viel Stahl du brauchst? Weißt du, wie viel Stahl wir haben? Gut. Markus, mach mehr Stahl. Genau, Markus, ja, mach mehr Stahl. Grad, ich bin hier gerade an AI dran. Sorry, ich kann da nicht irgendwie gerade weiterhelfen. Markus, sei nützlicher. Oder sag mir, was ich machen muss, damit ich Stahl rausbekomme. Also, pass auf. Ist ganz easy. Ich mach das. Nee. Der muss angeheizt werden, dann machst du den Level hier runter, dann heizt er. Okay. Und jetzt kannst du Iron reintun, links. Okay. Mehr musst du nicht machen. Gut. Am besten Iron Blocks, damit schneller geht. Jo, dachte ich mir auch schon. Haben wir noch Holzkohle? Wahrscheinlich irgendwo.
Ich glaube, der frisst doch recht schnell dadurch. Mhm. Das tut er in der Tat. Holzkohle, Holzkohle. Verbrenne ich das Gummibaumholz? No. Hatte einfach keinen Zweck. Ich pack mal die Toolforge um. Wieso das denn jetzt schon wieder? Ja, weil ich da auf war. Hm. Pack mal die mal da. Wow. Ich ganz ehrlich jetzt einfach eine Goldaxt und eine Goldspitzhacke brauche, ne? Glaubt man gar nicht. Mhm. So, ich glaube 21 Eisenblöcke sollten reichen. So, ich habe mir jetzt viermal was aus hier rausgeholt und habe anstatt vier einzelne Teile vier Stacks mir genommen. Also sechs Stacks ist auch super. Ist ja egal, ne? Mhm. Einfach mal sechs Goldstacks rausnehmen, ist ja logisch. Unsere Sachen überfüllen leicht. Welche? Kohle, Quicksilver. Und Limestone. Ja, jetzt hat sich auch keiner darum gekümmert. Hm. Übrigens, what a pity. Ja. Oh, na, komm mal durch. Übrigens passt es hier farbtechnisch überhaupt nicht mit rein. Hier, da, das Custom Basing und DC Earth Faucet. Unwichtig. Ja, du kannst da auch gerne aus den Steinen was machen. Das kann gibt's man? Auch. Okay. Ja, das kann man. Musst halt bloß welche herstellen. Nee, ist gut. Ist alles in Ordnung. Jetzt auf einmal. Ach komm, ich kann doch 5 Blöcke locker hochgehen. Ich hab noch ein Basin übrig eigentlich. Ja, steht hier oben schon fest. Und Claim Reward. Ui, was man diesmal Schönes. Für Arcane Crafting, das sind die Construction Table und ein Arcane Work Table, voll toll. Full Hard und ein Reward Bag. Okay. Die Hirsche kann ich kriegen. Weil du es viel brauchst. Ich brauch die alle, ganz dringend. Und verbrennen? Zum schönen Aussehen. Rune of Augmented Capacity. Oh, das ist gut. Kannst gleich mit einbauen oder auch sein lassen. Ich leg die auch in die Kiste. Gut. Keiner schlacht zu viel. Ich will mich damit nicht auskennen, kann ich mich damit nicht aus. Buch mit Anblöcken 3. Okay. Mhm. Kenn ich irgendwer. Markus? Wo war das dran? Beim Zauberzeug. Okay, Ja, Zauberzeug, genauer kann ich nicht werden. Wow, okay, da war ziemlich viel drin. Gleich ja. 2 auf einmal. Potion Flask und Spike Pick. Potion Flask ist mal wieder Flight 19. Hm. Doch eigentlich nett. Ja, geht. Na, Steel Power hier. Reactor, halt als Reactor, okay. 93, nicht schlecht. Was 93? 93 Leben. Achso, ja. Wahrscheinlich schön. Erst vor kurzer Zeit waren wir bei dieser schönen Zahl. Mhm. Mhm. Danke. Und in die Ecke auch noch rein. Symmetrie für all the win. Ja, und dann von Frank, der kommt dann da in die Ecke, dann ist das voll hübsch. Einfach für dich Lorium. Natürlich, weil ich Uran in meine Reaktorwände reinpacke. Mhm. Ja, klar. Logisch. Muss. Wohin sonst, frage ich dich, wohin sonst? In die Mitte, da wo es gut abgeschöpft ist von den Reaktorwänden. Das ist doch unpraktisch. Nee, überhaupt nicht. Ja doch.
Stell dir mal vor, wenn das abgeschirmt ist, wie kommst du da ran? Mini-Zombie. Ach, die sind hier überall. Süß. Pam, tot. So ein bisschen, ne? Schon. Bisschen hier aufhübschen. Ja. Oh, meine Pickaxe hat sich verbessert. Wir hatten doch mal Graphit hier um rumliegen. Ja, Graphitbarren, ja. Die liegen auch noch irgendwo rum. Die habe ich in die alte Ore-Chest. Alte Ore-Chest. Ah ja, hier, okay. Das war ja nichts weiter als geschmolzene Kohle, ne? Mhm. Ja, dann löse ich unser Kohlproblem mal ein klein wenig zumindest hoch. Mhm. Pretty. Boah. War gar nicht so. War so ein kleiner Schock, ist aber gar nicht so gewohnt von der Map hier. Das kann auch dauern. Gut möglich. Hey, der Gelegenheit, Jellurium. Haben wir doch noch irgendwo rumliegen. Jellurium haben wir noch, ja. Hm. Wenn man bloß wüsste, wo. Ich glaube hier unten. Ah, ja. Hier ist Jellurium Dust. Der Boden hier ist auch ziemlich hässlich. Cobblestone, ja. Block of Solid Ender. Jo. Okay. Schönes Teil. Der Induction-Smelter ist extrem schnell und verdoppelt alles. Wir sollten den demnächst nutzen. Genug Sand haben wir ja. Hm, können wir machen. Überleg grad, wo ist das Teil, um sich die Stäbe automatisch aufzuladen? Oder kriegt man das erstmal, wenn man alle Stäbe hat? Nee, das müsste Artifice sein, glaube ich. Artifice hier. Aber wo da? Ich glaube, ich sage, wenn ich es vor meiner Hand habe. Ja, liegt ja noch eins in der Kiste. Bin unterwegs, ja. Ah ne, sehe ich nicht, was noch versteckt ist. Okay. Hat das was mit Infusion Enchantment zu tun? Sollte eigentlich nicht. Okay. Nee, schade, man sieht's einfach nicht. Ich habe vergessen, wie das Teil hieß. Wand Recharge Pedestal. Ach ja, genau.
Reactor Casing. Warum habe ich ein Ignix-X-Schule? Achso, egal, upsie, okay. Genau deswegen. Dann brauche ich Reactor Power Tab. Na, mir gehen wir nicht auf die Nerven. Danke. Ich versuche gerade rauszufinden, wie man bei One Recharge Penicill rausfindet. Okay. Active Controller. Ach Gott. Manche Lorien und so weiter. Weil ich bin der Meinung, dass der One Recharge Pedestal wohl eher bei den Zauberstäben sein wird, also bei Thaumatöte selber. Kann. Thaumatöte. Hab ich nicht gesagt. Thaumaturgy. Eben. Mhm. Hab ich auch gesagt, das hat er auch gehört, also Fresse. Ich glaube, man muss vielleicht wirklich erstmal alle One-Cores haben. Bezweifle ich eigentlich. Oder ich glaube, das hängt eher was eher mit den Nodes zusammen. Schon auch, aber. Warte. Der Access Port. Gleich zwei von. Haben wir noch Redstone Energy Conduits? Nicht wirklich, nein. Ich dachte, ich hätte welche, aber nein, habe ich nicht. Okay. Ja, dann mache ich welche. Acht davon, fünf davon, okay. Brauche ich sechs Aura. Mache ich gleich mal so zehn von. Und jetzt noch Kisten bauen, weil es so schön ist. Und eine Art. Jetzt haben wir noch genau eine Wooden Plank. Einfach kein Wasseraspekt mehr. Ach, was du vielleicht. Was? Eine Wooden Plank. Jo, kriegst sogar zwei. Ich will aber nur eine, weil mit zwei habe ich wieder Überschuss und Reste und so weiter. Ah. Hier hinten sind übrigens auch ein paar Wooden Planks. Okay. Ich mach die ab und zu voll. Okay. Dafür ist zum Beispiel auch der Knapsack geil. Ah. So, das letzte war Reactor Control Rod.
Ich hab den Reaktor nehmen wir dafür einen Laser, oder? Wäre eine Möglichkeit. Ja. Warum nicht, ne?